Es geht weiter, meine Freunde, im Diebesversteck bei The Legend of Zelda, A Link Between Worlds. Wir sind mittendrin im Dungeon, haben im letzten Part dieses Ding hier freigeschaltet, beziehungsweise die Öffnung freigemacht und jetzt können wir nach links. Aber was zum Teufel wollen wir links? Ah, okay, da ist ein Schalter. Da ist ein Schalter, alles klar. Das heißt, wir kommen hier drüber, können das hier... Hä? Können das hier aktivieren und dann sind wir hier. Ich dachte eigentlich, der Schalter setzt da hinten irgendwas frei, aber so ist es gar nicht. Okay, da gibt es nochmal zwei Schalter und da ist auch nochmal ein Schalter. Ja, what the fuck? Ich weiß jetzt nicht, ob ich in die Richtung soll, aber ich denke mal, ja. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal hier hin. Oh mein Gott. Bosskampf? Als ob! Als ob! WTF! Okay, okay, ja, dass es gleich so viele Gegner sind, hätte ich jetzt eigentlich nicht erwartet. Aber gut, wir werden einfach mal unser Bestes geben, was wir hier machen können. Und ich glaube, wir haben alle beseitigt, oder? Oh nein, da ist noch einer. Da ist noch einer. Als ob der sich jetzt da versteckt hätte. Ich dachte, der kommt jetzt einfach so auf uns zu und wir können den gleich verprügeln. Aber naja, okay, dann machen wir es eben auf die zweite Tour. Alles gar kein Problem, meine Freunde. Wir müssen einfach nur ein bisschen Geduld haben. Dann werden die alle sterben. Und jetzt sind sie alle tot. Sehr schön. Cool. Ja, toll. Und was bringt mir das jetzt? Ich will doch nicht zurück an den Anfang. Ich will eigentlich nur die Truhe. Und dafür gibt es einen kleinen Schlüssel. Sehr schön. Sehr schön. Das heißt, mit dem kleinen Schlüssel können wir diesen Dude befreien. Gott sei Dank. Weil ansonsten würde ich mir Sorgen machen, dass der da ewig versauert. Obwohl er ein Dieb ist. Eigentlich hat er ja recht. Haben sie eigentlich recht, dass sie ihn eingesperrt haben, weil er ist ein Dieb. Er ist ein Dieb. So, Kollege, jetzt kannst du rausgehen und uns sagen, was mit dem Gemälde auf sich hat. Wie machst du das? Du schlüpfst in die Wände und bist plötzlich flach wie eine Flunder. Ist das Magie? Irgendwie gruselig. Das Gemälde ist oben im Dorf, nicht weit von hier. Ich zeige dir dann die genaue Stelle. Aber jetzt müssen wir erstmal entkommen, also los. Cool, habe ich jetzt einen Partner? Hey, warte mal, du sollst mich doch hier rausbringen. Ja, jetzt komm doch mit. Oh mein Gott. Oh nein, wir sind eingeschlossen. Dann müssen wir wohl durch die nördliche Tür flüchten. Ja gut, aber dafür sollten wir uns erstmal da draufstellen, oder? Kann ich dem auch sagen, der soll da warten? So, Moment, warte. Perfekt, und dann können wir da raus. Als ob ich das jetzt mit einem Partner machen muss, Leute. Als ob ich das mit einem Partner machen muss. Geht's noch? Ich bin doch eher so der Alleinspieler. Ich bin nicht so der Partnerfreund. Was soll das? Oh oh. Ja, genau. Genau. So, muss ich den jetzt beschützen? Ich glaube, ja. Also, ich gehe mal stark davon aus, dass ich den beschützen muss. Ich glaube, der darf nicht sterben, der gute Kerl. Wobei, ich glaube, der kann gar nicht sterben. Oder sehe ich das falsch? Also, ich treffe ihn zwar mit meinem Schwert, aber ihm passiert gar nichts. Komisch. Das waren sicher noch nicht alle. Leider kann ich nicht mitkämpfen. Sie haben mir Waffen und Rüstungen abgenommen. Außerdem bin ich ganz kraftlos vor Hunger. Ich verlasse mich auf dich. Cool. Wenigstens einer, der sich auf mich verlässt. Als würde ich hier voll den Durchblick haben, Leute. Hab ich nicht. Hab ich nicht. Und jetzt sind wir im dritten Untergeschoss. Okay, okay. Da wollen wir erstmal schauen, wo wir hin müssen. Wir müssen, glaube ich, hier lang. Aber jetzt sind wir natürlich in der Sackgasse. Okay, das heißt, er soll hier warten. Dann aktiviere ich mal drüben den Schalter. Weil ich glaube dann... Ja, natürlich. Natürlich. Ich habe es mir fast gedacht, dass sich dann eine Brücke auftut. Und dann können wir hier runtergehen. Aber wie sieht's jetzt aus? Jetzt muss er warten. Nein, er soll nicht mitkommen. Er soll nicht mitkommen, er soll warten. Nein, als ob. So, komm. Okay, warte. Jetzt lass mich doch einfach da durch. Genau, perfekt. Perfekt, wir wollen nämlich wissen. Ach so, schauen die Viecher aus? Die sind blau? Ja, genau, als ob da drin Wasser wäre und ich da ertrinken würde. Wieso kann ich nicht ein bisschen schwimmen? Nein, ich kann doch schwimmen. Hä? Aber gut, Moment. Was muss ich denn überhaupt machen? Ich muss auf jeden Fall einen Schalter betätigen, aber da brauche ich ihn dafür. Okay, Leute, jetzt wird's irgendwie komisch, Was gibt's denn da drüben? So, bam, schleudern wir uns mal da raus. Ah, geht doch. Ja, für irgendwas muss es ja gut sein. So, jetzt komm mit. Komm mit. Und stell dich bitte auf eine dieser Plattformen, genau. Ja, jetzt, wenn ich mich nicht rein teleportieren will, teleportiert sich Link rein. Was soll dieser Blödsinn? Okay. Dann hätten wir das geöffnet, aber da ist noch eine große Truhe. Die möchte ich eigentlich mitnehmen, aber ich kann ja das Wasser hier nicht ablassen, oder? Moment, muss ich jetzt sowieso erstmal alleine gehen? Ich glaube, ja.
Weil ich glaube nicht, dass der mir groß helfen wird. Zumal hier... Nee. Okay, perfekt, perfekt. Ich komme ja da hoch. Ahahaha. Ich dachte jetzt eigentlich, ich komme da gar nicht hoch. So, und das Wasser sinkt. Super, super. Also es läuft wirklich wie am Schnürchen, Leute. Und wie gesagt, also nicht, dass sich jeder wundert, das Spiel ist immer noch komplett blind. Ich schau da wirklich nichts nach, was uns hier den Spaß verdirbt an diesem Blind-Spielen, sondern, ja, ich teste einfach aus. Einfach austesten und irgendwie kommt man ja auf die Lösung. Und da gibt es 100 Rubine, sehr schön. Man wird hier wirklich mit Geld zugeschüttet in A Link Between Worlds, aber ist ja auch kein Wunder. Ravio ist ein richtiger Verbrecher, deswegen brauchen wir auch so viel Geld. Und jetzt müssen wir eigentlich hier hoch, oder? Genau, jetzt bleiben wir da stehen, dankeschön. Und dann können wir nämlich hier rüber und unten wieder... Ne, Moment, Moment, Moment. Was muss ich denn jetzt machen? An der Wand wird es mir wahrscheinlich nichts bringen, oder? Doch, ich komme auf jeden Fall hier lang. Aber er muss ja noch mit. Das kann er aber nicht, weil er noch hinter der Wand ist. Nein, sag, oh nein, jetzt habe ich den, oh nee, wirklich. Jetzt habe ich den nicht auf die Plattform gesetzt, sondern ich habe den ein bisschen davor, oh no. Warum denn, warum denn? So, komm mit. Ach, jetzt, okay, er bleibt stehen, er bleibt stehen. Also perfekt, also das heißt, wenn ich mich in die Wand porte, dann bleibt er trotzdem stehen. Das finde ich gut, das finde ich gut. So, betreten. So, und jetzt einfach rüber und den Schalter aktivieren und dann müsste sich die Plattform ja eigentlich senken und wir können dann zusammen die zwei Schalter aktivieren. So müsste das klappen. Ach, okay, sie gehen hoch. Komm mit. Ja, als ob. Als ob. So, ich sag ihm jetzt mal, warte, damit ich die Viecher alleine bekämpfen kann, weil der steht mir hier eigentlich nur im Weg und ich möchte eigentlich nicht, dass der stirbt. Weil ich weiß nicht, was passiert, wenn der stirbt. Vielleicht kann er auch gar nicht sterben. Vielleicht ist es auch so, keine Ahnung. So, stell dich bitte auf den Schalter, Dude. Dankeschön. Und dann kannst du hier warten und ich betätige den anderen. Und dann geht's. Hui. Dann öffnet sich eine riesige Wand, Leute. Die zieht... Ist es der Master Key? Nee. Wirklich? Das kann doch gar nicht möglich sein. Der Master Key, der war doch oben. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Ich bin verwirrt. Du hast Master Erz erhalten. Der Schmied kann damit das Master Schwert stärken. Okay, das wäre somit das zweite Master Erz, was wir bekommen. Und das heißt, wir müssen jetzt nur noch nach oben. Und dann wäre eigentlich dieser Dungeon zu Ende. So, wie ich das eigentlich mitbekomme. Gut, den Kompass haben wir jetzt nicht gefunden. Dafür aber jede Menge Truhen. Da bin ich mal gespannt, wo uns das Ganze hier noch hinbringen könnte oder sollte. So, einer müsste auf jeden Fall unten warten. Das ist sicher. So, den lassen wir mal hier. Komm mal her. Ja, jetzt stell dich auf den Schalter bitte, dankeschön. Warte hier. Und ich gehe nach oben. So, weil oben war nämlich nochmal ein Schalter. Ich glaube, der müsste dafür sorgen, dass die Tür unter uns aufgeht. Aber wir werden es gleich sehen, ob das stimmt. So, bam. Jawohl, ja. Und natürlich gibt es wieder zwei Dudes, die Ärger mit Link wollen. Ich weiß jetzt gar nicht den Namen von dem Kerl. Wieso hauen die von mir ab? Nur weil ich ein Schwert habe? Oder weil die einfach feige sind? So hat er mir jetzt... ein Herz da gelassen? Jawohl. So, stirb. Stirb, 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 stirb. Dankeschön. Perfekt. Aber der ist cool. Der wartet wirklich, wenn man ihm sagt, warte, der bleibt wirklich stehen und macht einfach gar nichts. Er macht einfach gar nichts. So, in welche Richtung muss ich denn jetzt? Muss ich wieder geradeaus? Ne, Moment, Moment. Doch, doch, ich muss hier lang, oder? Muss ich hier lang? Ja. Ah, da kommt er gar nicht rein. Ach, um Gottes Willen. Und jetzt? Ja, das ist jetzt natürlich blöde. Das ist natürlich blöde, aber da soll man hier kurz warten. Weil da gibt es nämlich noch eine Truhe, die ich eigentlich gerne mitnehmen würde, wenn ich schon da bin. Ah, und da ist der Kompass, okay. Da ist der Kompass. Also hier unten ist auf jeden Fall alles Roger. Hier unten gibt es keine Truhen mehr zum Holen. Das heißt, wir können wieder eine Etage höher gehen. Aber wo muss ich lang? Wo zum Teufel muss ich hin? Weil ich kann ja jetzt nicht wieder alles zurücklaufen, oder? Ist das überhaupt möglich? Ist... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und bam. Und tschüss. Geil. Das ist einfach nur geil. Also wenn das, wenn sowas in jedem Dungeon geben würde, wäre das wirklich epic. Dann wäre das echt epic. So, Dude. Kommst du bitte, oder... Perfekt, perfekt, super. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach wieder den normalen Weg nach oben gehen.
Ja, als ob da schon wieder solche kommen. Hey, Leute. Was ist verkehrt mit euch? Wollt ihr Stress? So, der eine ist tot. Okay, der andere lebt noch. Soll ich den töten? Ja, komm. Komm, ich töte ihn. Stirb! Stirb! Stirb, habe ich gesagt. Okay, jetzt ab. Perfekt, perfekt. Okay. OMG. Ich habe jetzt keinen Pfeil dabei, oder? Nee. Habe ich nicht. Okay, was mache ich jetzt? Ach so, Moment, Moment. Ich kann ja hier rein. Ich kann ja hier reingehen. Jetzt aber. Okay, es klappt. Es klappt, Leute. Es klappt. Ich denke mir doch gerade, was soll ich denn jetzt machen? Aber es klappt schon. Es klappt schon. So, irgendwo gab es doch eine Stelle, wo wir zu zweit einen Schalter aktivieren mussten. Irgendwo gab es diese Stelle, aber wo... Ach, ich wollte doch nicht runter. Link, wieso gehst du runter? Ich wollte nicht runter. Nochmal, kehrt Marsch, Kollege, damit wir hier nach vorne kommen. So, ich glaube, der muss jetzt hier sowieso warten. Weil ich muss diese Schalter aktivieren, ansonsten kommen wir ja gar nicht mehr rüber. Den muss ich aktivieren. Und den. So, so müsste das eigentlich funktionieren. Aber wir werden uns das jetzt gleich mal anschauen, ob das überhaupt klappt. Bin ich mal gespannt. So. Was? Der schleudert... Oh nein, der schleudert uns ja ganz rüber. Damn. Ja, und jetzt? Ja, und jetzt? Jetzt bin ich ein bisschen sprachlos. Jetzt bin ich irgendwie baff. Weil nach unten brauche ich nicht gehen. Weil da komme ich nicht weiter. Beziehungsweise, was war denn eigentlich unter mir? Vor allem, ich kann ja den Typ jetzt gar nicht mehr retten, oder? Hey, lass mich doch nicht zurück! Ja, ich kann ihn ja jetzt gar nicht retten. Was soll ich jetzt machen? Da werde ich wohl mit ihm runterspringen müssen. So, komm. Kommt er jetzt mit, oder kommt er nicht mit? Nö. Er bleibt einfach oben stehen. Was ist denn mit dem verkehrt? Habe ich jetzt einen Bockmist gebaut oder, ich weiß ja nicht. Ansonsten schaue ich mir einfach mal hier unten um. Aber da unten gibt es nichts mehr. Weil ich glaube nicht, dass ich mich mit dem teleportieren kann, oder? Das wäre jetzt ziemlich lame. Ist der immer noch da? Ich glaube, er steht immer noch drüben, oder? Steht er noch drüben? Ich hoffe es zumindest. Oder nee, sag bloß, der... Nein! Sag bloß, der ist jetzt wieder unten. In seinem Gefängnis. Bitte nicht. Bitte nicht. Ey, sag bloß, der ist wieder da unten. Ey, boah, bitte nicht, ey. Das darf nicht wahr sein. Da muss ich jetzt wieder alles zurücklaufen. Als ob. Bitte nicht. Komm, lass es nicht wahr sein. Lass es einfach nicht wahr sein, dass der wieder da drin steckt. Aber gut, das Schöne ist, wir kommen ja hier jetzt einfach durch wie nichts. Also wir können hier einfach komplett durchlaufen, ohne dass wir wieder irgendwelche Türen öffnen müssen und so. Aber es ist schon ärgerlich. Es ist auf jeden Fall extrem ärgerlich. Vor allem weiß ich gar nicht mehr, wo das war. Es wird wahrscheinlich ganz hinten irgendwo sein und da muss ich jetzt auf jeden Fall wieder hin. Oh Gott, ey, das ist echt lame. Das ist echt lame, wenn mir sowas passieren muss. Ich dachte, der Dude kommt wenigstens mit, aber nee, so wie es aussieht, nicht, Leute. So wie es aussieht, bleibt er einfach nur in seinem Gefängnis und fertig. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. So, bin ich jetzt überhaupt richtig? Jetzt bin ich in U2. So, war das hier? Ja, genau, das war hier. Das war hier, okay, okay. Ja, genau, da ist er schon wieder. Okay, meine Freunde, dann gehen wir wieder nach oben. Aber das mache ich jetzt offscreen, weil wir wissen ja, kennen ja eigentlich schon den Weg. Und ich zeige euch dann im nächsten Part, wie es weitergeht. Bis dahin natürlich alles Gute. Danke fürs Zusehen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und bis bald.